Hey ihr Lieben, hi. Erstmal wieder bei einem neuen YouTube-Video, heute mal draußen hier vor unserem Bürogebäude. Und ich wollte mir gerade mal ein bisschen Zeit nehmen und sehe gerade dort oben einen, wie nennt man das, einen Buddha, der gerade in der Stille sitzt und dort gerade vor sich hin meditiert. Und Meditation oder Ruhe, Kraft und dergleichen ist ein gutes Stichwort, denn hier ist gerade ruhig um uns herum, weil wir haben gerade frohen Leichnam, es ist Feiertag und wir sind natürlich trotzdem am Arbeiten. Ist es wirklich Arbeit? Fragezeichen. Darfst du selbst mal gerade beantworten, denn ich habe irgendwann erleben dürfen, dass das Thema Arbeit nicht mehr gleichzusetzen ist mit Thema Arbeit in Bezug auf harte körperliche Arbeit, sondern eine Leidenschaft, denn das Herz wird aktiviert. Aber genau das habe ich eben erst bei den Schamanen erleben dürfen, als ich in Sibirien gelebt habe. Sie haben mir gezeigt, was es wirklich bedeutet, wieder nahbar zu sich selbst zu stehen, wieder nahbar wirklich dieses Thema, was um dich herum ist, was um dich herum passiert, wirklich zu verstehen, verstehen zu lernen. Viel zu selten, glaube ich, beschäftigst du dich wirklich mit deiner Leidenschaft. Also was ist deine Passion? Was ist dein Antrieb? Was treibt dich gerade wirklich in diesem Moment an? Was dich wirklich glücklich macht? Beantworte mir mal folgende Frage, während jetzt gleich dein Flugzeug über uns wegfliegt. Bist du aktuell wirklich in deinem Leben zu 101% glücklich, zufrieden? Bist du gerade aktuell in deinem Leben wirklich in deiner Leidenschaft? Übst du gerade deine Passion wirklich so aus, dass du sagst, das Leben, in dem ich mich gerade befinde, ist genau das Leben, was ich mir schon immer gewünscht habe? Fragen über Fragen. Es gibt aber nur eine Antwort, und zwar die, du dir selbst stellst. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Wenn du Nein sagst, dann ist das okay, dann such dann dein richtiges Ja. Wenn du Ja sagst, dann herzlichen Glückwunsch, dass du deine Leidenschaft, deine Passion wirklich lebst. Schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare, aktiviere die Glocke, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten YouTube-Video.